da oben. Bei so einer Schlacht kämpft jeder für sich. Wir sollten uns darauf konzentrieren, was hier unten ist. Was passiert, wenn wir Ihrem Vater begegnen? Wir haben seine Spur so lange verfolgt. Es wird nicht, was passiert, wenn wir ihn jetzt finden. Konzentration. Er ist nicht die Mission. Phantomstaffel, unterwegs zur imperialen Bodenverteidigung. Wedge, Snap, schaltet die Kanonen aus und gebt uns Deckung. Wir arbeiten daran, die Ravager aus diesem Kampf zu holen. Bomber! Schön. Es geht los! Ziel elimin... Das war's. Okay, das war's. Commander, der abgeschossene Sternenzerstörer schickt Bomberverstärkung zu einer imperialen Forschungsanlage im Carbon Ridge. Die Anlage ist ein Hauptziel der Republik. Ein, wir könnten die Bomber aus dem Hangar heraus abfangen. Gute Idee. Suchen Sie einen Landeplatz. Ich bin dir weit voraus, ich lande nämlich schon. Aber naja, gut, wir machen das einfach mal. Da stand nämlich Landen. So, Helm ab, aussteigen und los geht's. Druide, klingt dich aus, klingt dich an. So, danke. Ich weiß, es war meine Idee. Aber wie schalten wir den Hangar ab? Wir gehen rein und suchen im Wrack nach Kerndetonatoren. Jo, das machen wir. Warum auch nicht? Man sucht in einem abgestürzten Wrack nach, Detonatoren. Hier wird es doch noch von Sturmtruppen wimmeln. Auch wenn ich den Eindruck habe, das Wrack liegt hier schon etwas länger, obwohl es gerade erst abgestürzt ist, aber es sieht halt so aus, als ob es schon länger hier liegen würde, obwohl noch alles brennt. Gut. Ich eröffne das Feuer. Verstanden? Okay, können wir hier irgendeinen vielleicht so ausschalten oder müssen wir uns gleich durchkämpfen? Aber wir müssen uns wahrscheinlich gleich durchkämpfen. Hier. Was soll's? Ja, schwerer Schütze, glaube ich dir. Stand hier gerade im Weg. So, wir heilen mal. Das macht ja der Druide, das ist ja geil. So. Huch. Ich habe nicht damit gerechnet, dass hier so dicht einer steht. So, Granate. Kollege, du kannst gerne mitmachen. Du musst dich hier oben nicht verstecken. Jetzt hätte ich gerne ein Scharfschützengewehr. Das gebe ich ehrlich gesagt zu. Das wäre hier wirklich ganz nützlich, aber wir haben nur das Ding hier und hoffen, dass wir irgendwie überleben. Kannst du mich mal heilen? Ja, Heilung wäre nützlich, ne? Nicht schlecht, Droide. Ja, der macht das wirklich gut. So, was schießt denn hier so effektiv auf mich? Feindlicher Offizier! So, wir probieren mal außen rumzukommen. Aua. Okay. So, das ist schon mal eine andere Position als vorher. Den haben wir... Autsch. Heil mich mal bitte. Ach, hier. Ah, gut. So, die haben wir. Da unten ist was mit beschaffen. Und ganz ehrlich, warum stehen die hier mitten in der Wüste? Also, es wirkt wirklich so, als ob dieser Frachter hier, dieser Sternzerstörer gerade erst, schon vor Jahren abgestürzt ist. Und das liegt leider daran, dass das wahrscheinlich ein Teil der Karte ist, die man für den Multiplayer verwendet hat. Das waren alle. Der Weg zum Hangar ist frei. Genau. Wir brauchen die Detonatoren. Ja, ich hole die schon, aber wie gesagt, ich vermute mal, das liegt daran, dass das eben ein Teil der Multiplayer-Karte ist, die recycelt wurde für den Solo-Part und vielleicht ist er auch neu zusammengesetzt worden, so baukastenmäßig, aber deswegen ist dieses Ding hier so konzipiert, als ob schon Stunden um Stunden oder Tage hier auf dem Planeten liegen würde, weil so viel Sand kann hier noch nicht reingeweht sein, wie hier drin liegt. Aber egal.
Detonatoren. Die werden nicht reichen. Sehen Sie sich weiter um. Mach ich. So, bleibt mal liegen, Kollegen. Wieder aufstehen werden Sie nicht. Mehr Detonatoren. Mehr Explosionen. Zeit, den Hangar endgültig abzuschalten. Na toll. Teiljäger greift an. Schwere Waffen finden. Sofort. Hab ich doch. Okay, hier, Heilung. Bitte. Hilfe. Danke. Ich muss mal kurz gucken, dass ich hier irgendwo mich mal hinstellen kann. Weil wir haben nämlich ganz kurz mussten wir warten auf den Raketenwerfer. Das haben sie nicht erwartet. Und die Soldaten, die fallen jetzt auch noch. Auch wenn das alles ein bisschen weiter weg ist, was ich hier gerade mache. Aber es funktioniert. Wo? Ach da. Kollege. Sie standen im Weg. Oder Ex-Kollege. Wir sind ja nicht mehr beim Imperium. Wir sind ja leider bei der Rebellenallianz. Was ich immer noch sehr schlecht finde, dass das falsch, ja, vermarktet worden ist. Weil ich hätte gerne wirklich eine komplette Mission. Direkt auf die Thais. Die Kettenreaktion der Explosion jagt bis zum Ionenantrieb alles in die Luft. Und zerstört dann das Schiff von innen raus. Ganz genau. Sehr schön. Ja, aber wie gesagt, ich hätte gerne eine komplette Kampagne aus Sicht des Imperiums gehabt, so wie es ja auch vermarktet worden ist. So, was haben wir hier für eine Waffe? Viel schöner. Was ist das? Hallo? Detonator platziert. Okay, dann machen wir das hier noch. Und ganz ehrlich, von hier sollen die Bomber starten? Aus diesem Schrotthaufen? Wie soll denn das gehen? Ach, ich frag lieber nicht. Jetzt. Detonatoren sind scharf. Also schön. Dann nichts wie raus hier. Schnell. Ich beeil mich. Erreiche dein Schiff. Sofort. Bevor noch Verstärkung. Das muss das Rettungsteam sein. Na toll. Zu den Schiffen! Auf den Weg mit ihnen! Oh, hi. Wir haben es fast geschafft. Elektroschock, los. So, den hauen wir weg mit denen. Wo willst du denn hin? Und wie kommst du hinter mich? Das finde ich nicht okay. So, Droide, heil mich mal. Ach, schon besser. Und wahrscheinlich kann ich hier durchrennen, wie gesagt. Das müsste gehen, aber ich mach's mal nicht. Wir haben bisher uns immer durchgekämpft. Also werden wir uns jetzt hier auch durchkämpfen. Und ich glaube, es ist ja auch nur noch ein einziger, der sich dann tapfer versteckt. Der ein bisschen doof ist. Aber macht nichts. So, Schiff, komm mit. Die Schiffe warten auf uns und wir müssen da mal abhauen. Bevor es hier größere Probleme gibt. Schrift? Ich hoffe, der heißt so. Ich habe keine Ahnung. So, hier. Gut, dann hoffe ich mal, dass ich noch starten kann, bevor hier alles explodiert. Ab in den X-Wing. Und Feuerwerk genießen. Hoffentlich waren das genug, Detonator. Ich denke schon. Wunderschön. Fühlt sich so etwa wahres Glück an? Treff, stoßen Sie zu Corvus. Da, wo können wir noch helfen? Gute Arbeit.
Captain Lindsay und seine Leute nehmen gerade Carbon Ridge ein. Allein hätte ich das nicht geschafft. Die Leute sind da oben. Schwer zu sagen, aber ich denke, das Imperium verliert. Ich denke, Sie haben recht. Ich spüre es. Es ist fast vorbei. Heute stirbt das Imperium. Besser spät als nie. Das schöne Imperium. Oh, Menno. Ja, danach kam die erste Ordnung. Ob das so besser ist, keine Ahnung. So, wir sollen zurück. Ich kann leider nicht schneller fliegen als so. Ist nicht spektakulär, was wir hier machen. Aber wir fliegen mal zurück und erwarten neue Befehle. Commander, wir haben ein Problem. Was war das? Ihr Vater. Er hat uns gefunden. Der Admiral schickt der Corvus Bomber hinterher. Die müssen erst an uns vorbei. Schalten wir sie aus. Ja, Commander. Na toll, also ist der Daddy jetzt angekommen. Das wurde ja auch Zeit. Und ganz ehrlich, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum der jetzt erst angekommt. Hab einen. So, hier. Bomber beseitigt. Noch nicht. Eine weitere Staffel ist zu uns unterwegs. Oh, auch die wird kein großes Problem darstellen. Moment, wir drehen ab. Und dann zerstören wir sie. Bomber zerstört. Zack. So, der ist weg. Und der letzte auch. So, Nummer 3. Das glaube ich ja jetzt nicht. Noch mehr Bomber. Ja. Meine Waffen sind überhitzt. Moment. Mach's gut. Aber jetzt kriegen wir auch die letzten Bomber, hoffe ich. Bevor die unser Schiff zerstören. Bomber zerstört. Und irgendwas greift mich gerade ganz effektiv an. Ich weiß aber nicht was. Wahrscheinlich der Bomber hier. Haha. Naja, was soll's. Der ist auch Geschichte. Wer ist der Nächste? Wir haben noch eine Teilstaffel im Anflug. Aber da stimmt was nicht. Sie hat gerechten Kurs auf Sie. Tja, ich denke... Oh. Ich wusste, Sie würden die Gelegenheit nutzen. Glauben Sie, Sie und Dell sind heute meine geringsten Sorgen. Hier geht es um mehr, als Sie begreifen. Ja, dann erklärt's mir doch mal. Wäre schön, wenn mir mal jemand erklären würde, worum es denn hier heute geht. Weil, ehrlich gesagt, ich begreife es noch nicht, warum wir um diesen Planeten hier überhaupt kämpfen. Okay. Jetzt wird's interessant. Der Kollege, der uns verraten hat, oder, naja, gemeint hat, wir hätten ihn verraten, oder... Das Imperium hätten wir verraten oder so, keine Ahnung. Wo fliegt denn der hin? Ist der in den Hangar geflogen? Ich habe keine Ahnung. Hallo? Ich würde ganz gerne wissen, wo er ist. Ah, da ist er ja. So. Der ist Schrott. Der Kampf hier ist mal beeindruckend lang, weil der nämlich relativ viel aushält, der Gute. Ja. Aber wir kriegen ihn langsam, aber sicher abgeschossen. Ja, jetzt ist er Geschichte. Commander, hören Sie mich. Aiden, ist alles okay? Ich bin okay. Gut. Schauen Sie sich um, es ist fast vorbei. Noch nicht. Bring die Corvus in Sicherheit. Ich werde das hier beenden. Ich hole mir meinen Vater. Aiden, er ist es nicht wert. Ich muss es versuchen. Jetzt los! Na gut. Rückzug! We'll be right back.
Das war knapp. Na, hoffentlich fangen die jetzt nicht an, in den Hyperraum zu springen. Mir geht's gut, Dell. Ich finde einen Weg hinein. Sie und Shrift folgen dem nächsten Notsignal. Nein, auf keinen Fall. Wir kommen und holen dich sofort. Nein, das ist ein Befehl. Das ist ein Befehl. Ich hätte nicht klicken dürfen, aber ist egal. Wir müssen mal ganz kurz hier ein bisschen aufräumen. Thermaldetonator Heilung ist gut. Frontkämpfer-Serie weiß ich ehrlich gesagt nicht. Oder wir nehmen doch den Schutzschild. Aber andersherum, wir wären ja jetzt in einen Sternzerstörer rein. Wahrscheinlich ist das hier sinnvoll. Wir probieren es einfach mal gucken, was da rauskommt. So, und die Waffe, die ich nehmen wollen würde, wäre eigentlich nicht diese hier, warum auch immer sie plötzlich wieder eine neue Waffe hat. Ich nehme mal diese hier, die empfand ich eigentlich als ganz sinnvoll. So, gut, wir sind fertig und dann lasse ich mal Aiden ausreden. Wie gesagt, es ist ein Befehl. Droide, Verbindung trennen. Nein! Tja. Vollkommen bescheuert, dass sie das alleine machen will. Aber okay, sie wird wissen, warum. Könnt ihr nicht fliegen? Mann, immer diese Bruchpiloten, die abstürzen. Entschuldigung. Gut, also sind wir auf der Hülle eines Sternzerstörers. Ohne Raumanzug, ohne Helm. Das habe ich nie verstanden, warum die imperialen Truppen Raumanzüge haben mit Helm, also mit Ganzkopfhelm, dass der ganze Kopf innen drin ist. Und die Rebellen nur so einen Teilhelm haben. Wenn da das Cockpit kaputt ist, naja, die sterben dann. Während ja man gesehen hat, die imperiale Variante ist raumtauglich, weil sie flog ja. Ganz am Anfang durchs Weltall und wurde dann von dem anderen Schiff aufgesammelt. Und ganz ehrlich, das hätten wir doch hier auch machen können mit den Truppen. Und ganz ehrlich, warum laufen denn jetzt hier so viele Sturmtruppen außen rum? Ich brauche Heilung. Also. Ja, der Droide hätte uns übrigens auch mal hochziehen können, ja? Also, so wie der da einfach uns hängen ließ, das ist kein loyaler Droide. Der hätte doch versuchen können, uns hochzuziehen. Deaktivieren, bitte. So, hier, bitte. Für euch. Ah. Okay, und ich muss sagen, momentan hier seit der Schlacht um Jakku ist es wirklich cool inszeniert, das Ganze. Nicht schlecht, Droide. Als ob das eben wirklich das ganze Programm auf diese finale Schlacht hinauslaufen sollte. Und das ist das, was ich ja schon mal sagte. Es wirkt so, als ob wir die neuen Filme promoten und nicht wirklich die alten. Und naja, der Übergang zwischen alt und neu ist wie so, wie ich ja schon so oft gesagt habe, etwas konzipiert, beziehungsweise stark konzipiert, wenn man mich mal fragt. Aber das habt ihr ja auch alles miterlebt. Da habe ich ja auch schon nicht nur einmal, sondern mehrfach meine Meinung zugesagt. Kannst du mich mal heilen? Schon besser. So. Gucken wir nochmal raus. Ja, super. Das ist ja so ein bisschen Schießbudenfigur. Ne? Und da hinten kommt noch einer. Oder so. Das ist cool. So, das Köpfchen haben wir gesehen, was da nach oben geguckt hat. Keine Ahnung, wo der hinrennt. Das sah auch gerade ein bisschen komisch aus, wie der rannte. Egal. Hey. Und dann haben sie sich bei Battlefront dem Vorteil beschwert, dass so viele Sprungpack, also dieses Jetpack benutzt haben, die Leute. Und jetzt bauen sie hier Gegner, die das auch machen. Für dich. So. Ich frag mich, wie denn das Finale hier aussieht. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir wirklich einen Bosskampf kriegen werden, weil das wäre jetzt fürs Programm untypisch. Ich hänge. Heil mich, Kumpel. Was schießt denn hier alles? Danke. So, der Schuss. Das habe ich mitgekriegt.
Der stand mir im Weg und dann waren hier doch noch irgendwo welche. Auch nicht nur ein paar, wie ich gerade feststelle. Gut. Haben wir. So, möchte noch jemand hier versuchen, mich abzuschießen? Natürlich will das noch jemand. Ich wollte ja nicht wirklich gleich fragen, aber... Gut. Übrigens muss ich auch sagen, der Kollege, der ja uns eigentlich verraten hat, beziehungsweise wer da wen verraten hat, da können wir noch drüber diskutieren, aber dessen Tod war jetzt auch ziemlich unspektakulär, ne? Der ist einfach mit seinem Interceptor gerade explodiert. Und das war's. Vielen Dank. So, ist noch irgendwo einer? Ja. Natürlich. Es war ja so klar. Und was ist das für ein Riesenloch in der Außenhülle? So können wir nicht in den Weltraum und so können wir auch nicht in den Hyperraum. Das macht doch ganz große Probleme. Ne? So mit Luft und Co. Aber was soll's. Sollte funktionieren. Vorwärts. Genau, wir kommen rein und wir können irgendwo hinter die Dekontaminationstüren gelangen oder wie auch immer die hier heißen. Und praktisch, dass das Rohr genau richtig runtergefallen ist. So, hallo. Wir müssen meinen Vater vom Schiff bringen, bevor es abstürzt. Ach, das Ding stürzt gerade ab? Und warum will sie ihn vom Schiff bringen? Hacken, bitte. Sie will ihn doch verhaften oder wahrscheinlich erschießen. So, ein Meilenstein gefunden. Das ist super. Wahrscheinlich sind es mehrere. Aber egal. Wir gehen mal in das Schiff. Guten Tag. Ich kann nicht schießen oder nicht zielen. Guten Tag. Er ist noch da. Und alle ignorieren sie? Sehr realistisch. Okay. Wieder so ein sehr geräumiger Aufzug. Diesmal mit Zwischensequenz. Admiral. Die Zeit des Imperiums ist gekommen. Geh nicht mit ihm unter. Ist das ein Rettungsversuch? Ich lehne dankend ab. Wir müssen gehen los. Rex erwartet auch von mir, dass ich gehe. Aber ich gehöre hierher. Mein Leben gehört dem Imperium. Ich habe dafür gekämpft. Was ist noch davon übrig? Meine Schwäche erkannt und wurdest nicht davon verschlungen. Das hat dich stark gemacht. Deshalb wirst du mich hier zurücklassen. Du verdienst was Besseres. Nein, deshalb gehst du ohne mich von hier weg. Du verdienst dein Leben in Frieden. Geh, überlebe, lebe.